Denn was man auch noch gut kann machen beim Ross, das sind Darmgeräusch ablösen. Der Darm füllt ja praktisch den ganzen Bauchraum vom Ross, hinter dem Zwerchfell. Hier läuft das Zwerchfell beim Ross. Dann haben wir ab da hinten den Bauch gefüllt mit Darm. Das Ross hat sehr, sehr grosse und lange Darm. Und Darmgeräusch tut man in den Flanken ablösen. Das ist einerseits in dem Bereich, wo wir Dünndarm führen. Und dann in dem Bereich da unten liegt das grosse Kolon, wo wir ablösen. Und das macht man am besten auch, wenn man hat, mit einem Stethoskop. Man kann aber auch ganz einfach das Ohr da drauf haben. Und auch dann hört man Darmgeräusche. Und das hat einfach so ein bisschen Gurgeln. Immer wieder sieht man so ein Gurgeln hören. Sonst sind die Darmgeräusche reduziert. Kann man gut da oben in den Flanken hören, da hinter der Rippe, hinter der letzten Rippe und vor dem Hüfthöcker. Dann ebenfalls da unten hinter der letzten Rippe. Auch auf der rechten Seite vom Ross hört man Darmgeräusche. Das ist im oberen Bereich, das ist der Blinddarm, den man hört. Das sind Einspritzgeräusche. Den Blinddarm kann man in dieser Flanke, in der rechten Flanke gut hören, hinter der letzten Rippe wieder. Und der Blinddarm ist riesig beim Ross, der fängt hier oben an und zieht dann hier über die ganze Seite vom Ross. Und unten dran, in diesem Bereich, hört man wieder den Dünndarm. Das ist eher ein plätscherndes Geräusch, das man hier hört. Und auch da kann man entweder das Ohr ans Ross haben oder wenn man hat, geht das sehr gut mit dem Stethoskop.